Der 22. Spieltag hier bei FIFA 14 Karrieremodus und wir treffen auf dem VfB Stuttgart. Die stehen auf Rang 8 momentan mit 96 Pünktchen, also auch da könnte was noch in Richtung Europa League gehen. Ja, Pressekonferenz brauchen wir wieder mal nicht und ja, wie sieht's aus? Uns fehlt Sahin, wie wir wissen. Der fällt 4 Wochen aus. Das heißt, wir nehmen wieder mal Kehl nach vorne. Und wir setzen mal noch ein bisschen um. Duxch mal wieder auf die Ersatzbank. So, und Aubameyang mal vorne rein. Gegen die VfB. Bin gespannt. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie wir das Hinspiel. Aber ich glaube, im Hinspiel vielleicht unentschieden. Auf jeden Fall im Pokal hat man verloren. Bäm. Für uns der 22. Spieltag, für die anderen der 23. Ja, los geht's. Dortmund hier wieder im Schnee. Wie schon in Hamburg, nur noch beim VfB Stuttgart. Kein guter Pass hier von Reus. Stuttgart wirkt da schon ein wenig anders. Von Reus Mudania. Gut in der gegnerischen Hälfte beim BVB. Und Aubameyang und auch die Dortmunder lassen sich da ziemlich leicht austanzen. Das sind alles keine guten Bälle. Stuttgart hier eindeutig das bessere Team. Die lassen die Dortmunder laufen, die überhaupt nicht zum Zug kommen. Zeigen ja gerade, wie man es macht. Wie man es machen muss. Da kommt Weidenfeller gerade noch ran. Und Aubameyang ganz schlecht. Da muss Piszczek wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Der Ball geht auf der anderen Seite ins Aus. Stuttgart hat sich hier viel vorgenommen, das merkt man. Schmelzen die Italiener. Bender auf Piszczek, der auf Aubameyang. Der tankt sich da jetzt erstmal an der Seite durch. Das ist, wie gesagt, immer wieder eine ganz wichtige Waffe für die Dortmunder. Und das ist abseits, ja. Vorhin schon hier wäre es abseits gewesen und dadurch ist er danach noch ran gegen Lewandowski. Gute Aktion und auch hier abseits auf der anderen Seite. Haben wir hier Reus, der sich allerdings austanzen lässt. Und das war gut gespielt von Lewandowski. Und Dortmund mit dem ersten Abschluss durch Gündogan. K
kein Abseits. Hummels passt darauf, genauso wie Schmelzer. Lewandowski. Schafft es auch wieder nicht. Ja, jetzt auch wieder hier ein ziemliches Hin- und Her-Spiel. Und Aubameyang kommt mit dem Ball jetzt aus. Gut gespielt von Mkhitaryan. Und, oh, Bender, der sich hier durchtankt. Irgendwie den Ball immer noch am Fuß hatte. Gut gemacht, Mkhitaryan. Flanke. Lewandowski, und das ist das Tor. Gut und schnell gespielt, schnörkellos. So wollen wir es sehen. In der Mitte den Ball gut abgefangen. Ganz wichtig. Hart erkämpft dieses Tor. Mkhitaryan gerade so die Flanke durchgekriegt und Lewandowski ist schneller. Rüdiger steht zwar gut, aber springt da nicht so richtig hoch. Da führt der BVB mit 1:0. Nach den guten ersten Minuten. Und jetzt die Chance. Und der Ball geht vorbei. Starke Szene vom VfB hier vom Anstoß weg. Stuttgart wieder jetzt im Geschehen. Der VfB kommt jetzt wieder besser nach dem Gegentor. Und die Dortmunder den letzten Spielen ohne. Da sollte Aubameyang einfach mal den Ball wegschlagen, wenn er schon die Gelegenheit dazu hat. Stuttgart da jetzt. Jetzt Aubameyang von linker Seite aus. Und er ist einfach nicht gut heute drauf. Das kommt mir jedenfalls so vor. Das war eine starke Aktion. Und Mkhitaryan kommt einfach nicht. Auch nicht diese Zweikampfstärke. Reus haut sich da rein. Stuttgarter werden gleich froh sein, wenn es in die Kabine geht. Sie hatten eine oder andere gute Möglichkeit. Dortmund dann abgeklärter. Sie machen in den letzten Spielen ihr Tor. Direkt auf Weidenfeller, das ist kein Problem. Und 1:0 für den BVB beim VfB Stuttgart. Es geht etwas in Ordnung, ja. Von den Anteilen her. Aber Dortmund wird wechseln, Hummels an, bisschen schon kaputt. Einige klar. Ich bin jetzt auch unter der Woche hier dieses Nachholspiel sozusagen.
Einwurf Dortmund. Wird jetzt sehen, wie der VfB darauf reagieren wird. Reus. Wenn er den Ball jetzt auch noch bekommen hätte. Oh, starker Pass. Aber zimmert ihn sehr weit rüber, Luis Fabiano. Schlechter Pass von Schmelzer. Genauso schlechter Pass auch dann vom Stuttgarter. Glück gehabt. Elfmeter Tore Lewandowski. Wieder so ein Pass direkt in den 16 Meter Raum von Dortmund, aber es kommt keiner ran. War auch noch abseits dazu. Gut gespielt, Aubameyang. Stuttgart in den Kopfballduellen hier stärker. Stuttgart wirkt jetzt in der zweiten Halbzeit wieder besser sortiert, wechselt jetzt aus. Zaharia kommt für Harnik. Ja, da kommt auch ein Lewandowski nicht so schnell hinterher. Man merkt, die Spieler jetzt einige schon ein bisschen kaputter. Das ist jetzt die zweite Woche in Folge mit englischer Woche. Gut gespielt, Lewandowski! Und an den Pfosten! Und Mkhitaryan, genau auf den Torhüter. Was für ein Schuss von Lewandowski. Stark gemacht, dieser Konter. Auch von Mkhitaryan. Und das ist dann abseits. 68 Minuten gespielt. Dortmund wechselt aus. Großkreuz kommt für Reus. So, auch der VfB wechselt. Genau. Rojas kommt für Traoré. Gespielt! Oh, schade. Großkreuz, super Flanke. Lewandowski, schöner Kopfball, aber Ulreich kommt da noch ran. Guter Einsatz hier von Aubameyang. Wenn der Ball ankommt, genau, und das kommt er auch. Schöner Flügelwechsel auf Großkreuz. Der kriegt den Ball noch nicht. Schade. Noch nicht.
Dortmund jetzt ruhig, konzentriert. Das war ein bisschen ungestüm. Aber das sofort, Subotić wieder beim zweiten Mal dabei. Und Lewandowski rennt sich hier die Seele aus dem Leib. Da hat er den Ball und da macht er das 2:0. Weltklasse. Wie er den Ball hier holt. Sensationell. Er ist wieder da. Das, was man so zum Ende der Hinrunde überhaupt nicht gesehen hat von ihm. Balleroberung. Und klar, 5 Minuten vor Schluss. Er ist voll ausgepowert. Das kann nämlich nur heißen, raus. Auswechslung. Beide Tore gemacht. Spitzenspiel. Jetzt kommt Marvin Ducksch zum Einsatz. Großkreuz, auch die Einwechslung hat sich hier bezahlt gemacht. Und der VfB in der ersten Halbzeit die ersten Minuten gut mitgehalten. Besser im Ballbesitz. Besser im Kombinationsspiel nach vorne. Und Freistoß für den BVB. Gut gespielt hier. Wunderbar durchgespielt. Ducksch! Das wäre es gewesen, wenn der jetzt auch noch das 13:0 hier macht. Wäre aber vom Ergebnis her auch verdient. Und Schlusspfiff. Dortmund gewinnt 2:0 durch Lewandowski, 37. und 86. Verdienter Erfolg. Lewandowski, bester Mann. Torvorlagen einmal Mkhitaryan. Wir schauen jetzt an 37. Minute. Hier Mkhitaryan mit der Flanke. Super. Und Lewandowski goldrichtig. Dann hatten wir noch einmal eine Szene, die ja so ähnlich... Ah, die war hier vor, wa? Ja. Ach nee, leider haben wir sie nicht. Gut, dann haben wir noch das 2:0, wie Lewandowski hier sich den Ball holt und eiskalt versenkt. Verdienter Erfolg, würde ich mal sagen. Letzten Spiele also wieder ganz gut gelaufen. Wir gucken mal kurz zur Leistung. Ich will sehen, wie sind vorhin mit der Arbeit. Ja, ja, auf einmal. Das weiß ich. Nach 3 Spielen, die wir gewonnen haben. Wir sehen. 4 Punkte Vorsprung vor Wolfsburg und Schalke. 3 Punkte Rückstand hinter. Oh, Verzeihung, hinter Bayern. Das sieht alles gut aus. Das nächste Spiel gegen Nürnberg, ja, da werden wir sicherlich den einen oder anderen schonen müssen. Denn wenn wir so den Kalender uns mal angucken: Nürnberg, Frankfurt, ja, Montag, Mittwoch, Samstag, Montag, Mittwoch. Dieser Kalender ist doch zum Kotzen. Da hätten sie auch vieles anders machen müssen. Also jetzt innerhalb von einer Woche 4 Spiele. Das ist unrealistisch. Dann Real Madrid. Also Nürnberg, Frankfurt, Schalke, Freiburg. Diese Woche, da müssen wir, glaube ich, den einen oder anderen wirklich dann schon. Die nächsten Spiele wären interessant, Freunde. Und dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Und ja, dann sehen wir uns wieder gegen Nürnberg. Bis dann. Ciao, ciao.